Wunder, Leute. Oder machen wir es heute anders? Halleluja, Leute. Seht, ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Na, Schmarrn beiseite. Ich möchte heute mal einen kleinen Trip in eine Zukunft machen mit euch. Eine Reise in eine Zukunft, wie sie bei uns vielleicht ausschauen könnte, wenn wir es nicht schaffen, hier das System zu verändern. Die letzte Zeit bin ich vor allem über eine Geschichte unter anderem gestolpert. Und zwar diese RFID-Chips, die ja so hochmodern sind und überall eingesetzt werden. Also um jetzt zur Diebstahlsicherung im Ausweis für die biometrischen Geschichten und so weiter. Und das neueste Projekt, was ja in Hannover momentan stattfindet, oder da findet ja ein Modellversuch des bargeldlosen Bezahlens statt. Ja, und da habe ich auch einen Beitrag jetzt gesehen, beziehungsweise es kam heute Mittag auf dem RTL, im Mittagsmagazin kam ein Beitrag dazu, wie toll das ist und so weiter. Ja. Das ist die eine, dann habe ich natürlich auch einen Beitrag im Internet dazu gesehen. Und da wurde in Verbindung mit dem RFID-Chip, den man ja sogar implantieren kann, mit einem Coolness-Faktor gesprochen. Also ich finde es gar nicht so cool, so ein Ding in mir rumzutragen. Ich will es auch nicht. Da werde ich mich auch vehement dagegen wehren. Ich werde mich auch gegen die Abschaffung des Bargeldes wehren. Denn dann greife ich lieber wieder auf den Tauschhandel mit Gold und so weiter zurück, als dass ich dieses System mitmache. Man gut, wahrscheinlich komme ich nicht ganz drum rum, es teilweise mitzumachen. Aber da, wo ich es umgehen kann, werde ich es umgehen, und zwar mit allen Mitteln. Und genau das ist auch jetzt der Grund, wieso ich diesen Trip mit euch machen möchte in die Zukunft. Ja, was uns da alles bevorstehen kann, was daraus alles resultieren kann, da muss man sich einfach mal Gedanken machen. Ja, weil man, es ist ja sicher ein cooles Faktor, wenn man einen Chip innen drin hat. Man braucht keinen Ausweis mehr, Türen gern auf, beim Arbeitgeber automatisch die Stechuhr registriert, wann ich komme und wann ich gehe. Ja, wenn ich an der Kasse stehe, ich hole mein Zeug, ja, das Zeug vielleicht auch noch mit einem RFID-Chip ausgestattet, übermittelt seine Daten an die Kasse, ich gehe vorbei, automatisch wird bezahlt. Geile Aussichten. Na, ich habe dann auch keinen Überblick mehr, was habe ich überhaupt noch Geld. Weil die Orientierung verliert man da ganz schnell. Ist nämlich schon schwierig genug mit seinen Kreditkarten, wenn man nicht gerade, sage ich mal, so gut bestallt ist, dass man einige Tausende immer auf dem Konto hat. Ja, und dann mit diesen Chip-Geschichten wird es noch interessanter. Das nächste ist, es wird genau festgehalten, wann du ein Geschäft betrittst, wann du rausgehst, wann du dein Zuhause betrittst, wann du es verlässt, wann du wohin gefahren bist und so weiter. Und gerade in Verbindung jetzt, wenn ich da das Indekt zum Beispiel mit ranziehe, in die Überlegung, was da alles Schönes noch auf uns zukommen kann, dann wird es Zeit, ganz klar zu sagen, im Bereich Geld, Bares ist Wahres und nur Bares ist Wahres, alles andere ist nur Lug und Betrug. Und wer sich mit dem Geldsystem ein bisschen beschäftigt hat und ein bisschen damit auskennt, wird mir zustimmen. Und wer sich dann auch noch mit diesen ganzen Überwachungsgeschichten und den Sicherheitsgeschichten da ein bisschen beschäftigt hat, vielleicht hat sogar jemand sich mit all den Dingen schon beschäftigt, der wird sicher bestätigen können, was ich hier von mir gebe. Ich denke mal, es sind doch schon einige, die sich mit solchen Geschichten beschäftigen. Ja. Nur es gibt halt auch immer wieder Leute, die dann kommen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und so weiter. Ja, schön. Aber du weißt auch nicht, oder derjenige, der das sagt, der weiß auch nicht, wie oft er tagtäglich Gesetze übertritt, ohne es zu wissen. Also, und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass man genau überprüfen kann, wann ich wo was gemacht habe, wann ich in welchem Restaurant war, was ich gegessen habe, wie lange ich dort war, was ich getrunken habe. Wir haben eine 0,5-Promille-Grenze. Du bist in einem Lokal, trinkst über einen Verlauf von 3-4 Stunden vielleicht 2 halbe Bier, bist du so vielleicht
ein bisschen über der 0,5 oder knapp an der 0,5 Grenze. Gehst raus, steigst in dein Auto und 2 Minuten später steht Blaulicht neben dir und zieht deinen Führerschein weg. Geil, ja? Beziehungsweise einen Führerschein hast du nicht mehr, der ist ja auch auf dem Chip gespeichert. Der Bereich wird halt dann am Chip von der Polizei gleich gelöscht. Super Geschichte. Überlegenswert, ob wir das wollen. Okay, bis dann, demnächst. Tschüss.